Hallo, hier wieder euer Steffen. Zur nächsten Folge Let's Play Minecraft. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und dazu noch einen schönen Start in die neue Woche. Und dann fangen wir jetzt mal an mit Schaufel bauen, denn ich will einiges an Sand holen in der Wüste. Und ja, da werde ich einiges am Schaufeln brauchen. Wenn ich hier der halbe Wüste auseinandernehme. So, ja, IA, alles gut. Spanking. Ach, der macht nicht nach oben. So. Dann schauen wir mal gleich mal, dass wir hier anfangen, die Wüste auseinanderzunehmen. Sand, ich brauche dich. Oh, oh, oh. Ich schaff's in meiner Bibel mal gar nicht hier. Also wir dauern die hohe CPU-Auslastung rein. Ich hoffe, die Aufnahmen sind nicht dann so laggy. Am Ende, dass ihr hier kein Gelecke habt. Aber bei OBS, wenn ich das so hier an der Seite sehe, weil ich habe mein Minecraft-Fenster nicht maximiert, da kann ich das immer sehen am Rand, aber es sieht relativ gut aus, flüssig. Aufnahme. Ich hoffe jetzt auch wirklich so flüssig, denn eine verleckende Aufnahme kann ich auch nicht gebrauchen, die dann nur noch leckt und ihr keinen Spaß habt, das anzuschauen. Und ja, die erst jetzt dazu schaltende, ich sammle den Sand für meine Monsterfalle. Was das die Trommelstöcke ist ja geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die jetzt was droppen. Das ist auch, glaube ich, erst ein neues Update. Das ist nur jetzt ein Patch für Minecraft. Da war früher noch nicht drin, dass das Stöcke droppt. Das, solche toten, ausgetrockneten Büsche. Ist mir noch ganz neu. Also wird erstmal richtig viel Sand. Genug Schaufeln habe ich ja. Da kann ich einiges an Stacks abbauen. Ich hoffe, jetzt bin ich gleich weg. Nein, ich hoffe, ist weg. Besser gesagt. Werde ich die nächste Schaufel zerschrotten. Ups. So. Löcher möchte ich natürlich keine lassen. Weiter geht's. Mal schauen, wie viel das dann ist schon. Könnte eigentlich sogar schon fast reichen. Denn 29 Blöcke Glas habe ich noch. Die kann man dann schon abziehen. Und gleich bauen. So. 1, 2, 3, kommt, machen wir noch 64. Machen wir noch einen voll. Da haben wir 4 Stacks voll. Eins, zwei, drei, vier. Alles klar. Können wir zurückgehen. Ich glaube, das reicht. Na gut, die haben wir da nicht mit.
Ich denke, das müsste reichen. An Sand. Für meine Monsterfalle. Wofür jetzt 64er Stacks. Müsste reichen. Oh, dann auf das Eihuhn. Dafür hau ich ja auch nicht auf den Arsch. Ja, schild mal. Hau ich da reichbar den Ofen. Dass das schon mal brennen kann. Halt falsch. Ich will das Eisen rausholen. Lass mal hier reinlegen. Die restliche Kohle hier rein. 8 Blocks sind ein Stack, gell? Oh, ich brauche nochmal einen Ofen. Halt. So, aber jetzt geht's. Pep. Ich weiß mal schon, der hilft mir. Gut, jetzt schaue ich mal ins Haus. Ob ich noch Kohle finde. Wenn ich nochmal 8 Stück habe, reicht es für nochmal einen kompletten Stack. Muss ich mal schauen. Ich glaube, das wird. Die habe ich alle rausgeholt hier. Ich habe noch was für ein 60er Stack. Nehme ich mal mit. Weil da kann ich da hinten die ganzen Öfen mal. Ja, 2 Öfen brauche ich mindestens noch. Kann ich alle Stacks reinhauen und verarbeiten. So. Dann mache ich hier noch mal 2 Öfen fertig. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Alles rein damit. Hier hau ich den letzten rein. Die Kohle hau ich erstmal hier rein. Ja, suche ich mal raus hier. Kann ich nämlich schon mal anfangen zu bauen. Da war es ein Stack. Da komme ich ein Stück weiter. Kann man mal weltweit kommen mit den 56 Stück. Ah! So natürlich nicht weit. Ich depp. Wenigstens schon mal ein bisschen die erste Hälfte haben hier. Wunderbar. Auch muss ich mir verlassen. Nee, das ist auch nicht aussieht, muss ich das hier auch machen. So. Jetzt sieht das kacke aus. So, da. Jetzt angeht der Hacke. Oh, das hat schon ein Dunkel. Ich hau mal ab.
bevor hier wieder die ganzen Monster spawnen. Meine Fangzeit ist eh wieder bald um. Daher wird mich vielleicht guten in mein Haus zu kommen. In der nächsten Folge jetzt eine Weide an der Monsterfalle. Damit einfach erstmal im Rohbau falsch bekommen. Und dann muss ich mal schauen, dass ich jetzt irgendwie die Charakteren eingebaut bekomme. Und es dann auch so funktioniert, wie ich es möchte. Das wird das Schwierige werden. Die Umsetzung der Monsterfalle. Ich habe es zwar schon mal so in der Art eingebaut, aber es ist schon länger her. Da weiß ich nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe. Aber das werden wir ja mal in den nächsten Folgen sehen. Jetzt lege ich mich aber schlafen. Hoffe, die Folge hat euch viel Spaß gemacht. Und ja. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sage ciao mit V und wie immer selbe Stelle, selbe Welle. Euer Darth Steffen. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane. Und nicht vergessen, ich freue mich sehr über viele Kommentare oder Feedback von euch. Oder auch das ein oder andere Abo, wenn es für euch gefällt. Also bis dahin, eine schöne Zeit. Euer Darth Steffen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ciao.